Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Astrodilett und dieses Video handelt darum, wie man den Wolfsclan spielt. Der Clan ist militärisch ein Ass und wenn man ihn verstanden hat, echt stark. Schreib mir doch jetzt mal in die Kommentare, ob du schon mal Probleme mit oder gegen den Wolfsclan hattest. Das würde mich echt mal interessieren. Ansonsten bleib einfach dran, um die Spielweise des Wolfsclan zu lernen und um ein Teil des Rudels zu werden. Wir werden uns zu Beginn die Boni des Clans angucken, danach gehen wir eine Build, Lore und Upgrade Order durch und legen noch einen großen Fokus auf das Militär. Abschließend schauen wir uns noch die Stärken und Schwächen von Fenrir an und sagen auch, wie man gegen ihn spielen kann. Mit 2 Sternen in der Schwierigkeit kann eigentlich jeder, der die Grundzüge des Spiels beherrscht, den Clan spielen. Nichtsdestotrotz ist es nicht einfach, sich mit dem Clan eine stabile Echo aufzubauen, deswegen auch nur 1 Stern. Stabile Wirtschaft kommt mit etwas Micromanagement und hängt auch stark mit Militär zusammen. Da haben wir nämlich 3 Sterne und das ist auch das, was der Clan so richtig gut kann. Kämpfen. Im Bereich Unterstützung hat der Clan nur 1 Stern, weil er bis auf neutrale Camps zu beseitigen nicht viel weiterhelfen kann. Der Wolfsclan bekommt für das Töten von Wölfen und Bären Nahrung. Diese Fähigkeit wird auch oft unsere Hauptnahrungsquelle sein, weil wir einfach kämpfen wollen. Wie dafür gemacht, konsumieren unsere Einheiten 30% weniger Nahrung und geben dem Clan Zufriedenheit. Dabei zählt unser Held mit, unsere Wölfe aber nicht. Abschließend kostet dem Clan die erste Einheit auch kein Gold. Ab 200 Ruhm bekommt unser Held, der Berserker, die Fähigkeit, Gebiete kostenlos zu besiedeln und ab 400 Ruhm ist die Abklingenzeit davon um 50% verringert. Außerdem kriegen unsere Einheit einen 15% Angriffsbonus außerhalb von unserem Gebiet. Wir wollen die Kämpfer also unbedingt zum Gegner verlagern. Unser Relikt ist das Horn von Managarm. Damit können wir 3 weiße Wölfe beschwören und kontrollieren. Dabei kostet jeder 50 Nahrung, wobei die Kosten um die Hälfte reduziert sind, wenn man das Relikt auf einen Wolfsbau platziert. Wir können außerdem nur 3 Wölfe gleichzeitig kontrollieren. Sprich, wenn einer stirbt und wir nach 2 Monaten Abklingzeit die Fähigkeit erneut einsetzen, kriegen wir nur noch einen weiteren Wolf. Da wir einen großen Fokus auf das Militär setzen, wollen wir den Berserker so früh wie möglich bekommen. Unser Held kostet 200 Kronen und 5 Eisen, deshalb bauen wir nach unserer Beerhütte auch zügig ein Langschiffdock. Wenn wir Zugang zu einer Ruine oder zu einem Schiffswrack haben, können wir das Langschiffdock auch später bauen, ansonsten bauen wir danach ein Haus und eine Holzfällerhütte. Unser nächstes Gebäude ist die Mine, um Eisen abzubauen. Danach bauen wir das Trainingscamp und ein Nahrungsgebäude. Mit dem Trainingscamp wollen wir so schnell wie möglich den Berserker und eine extra Einheit holen. Die beiden kann man dann benutzen, um die anliegenden Camps zu beseitigen und sich Nahrung zu besorgen. Das Nahrungsgebäude hilft uns dann über den Winter zu bekommen. Jetzt bauen wir ein Haus und eine Schmiede, gefolgt von einer Axtwerferkaserne, welche überwiegend unsere Armee bilden und wir auch zuerst upgraden. Danach bauen wir einen Heiler. Gegebenenfalls kann man den auch schon früher bauen. Und im Teamplay ersetzt der Heiler unseren Speer. Der Wolfsclan hat nämlich andere Stärken als Speen. Somit könnt ihr die Aufgabe ruhig euren Teammates überlassen. Zum Schluss bauen wir noch eine Steinmine für Gebäudeupgrades und weitere Häuser und Kasernen, um auf eine Militärstärke von ca. 14 zu kommen. Ihr startet mit Sharp Axes und danach müsst ihr euch der Map anpassen. Wenn es eine Ruine gibt und viele neutrale Camps zum Beseitigen, dann geht ihr direkt auf Weaponsmith, Spoils of War. Aber wenn nicht, dann holt ihr euch zuerst Mining Efficiency und Shipbuilding oder Coinage. Das kommt darauf an, ob ihr halt Küsten habt oder nicht. Danach holt ihr aber auf jeden Fall Weaponsmith und Spoils of War. Spoils of War gibt euch Kronen für das Töten von Feinden. Danach geht ihr den oberen Tree entlang, um Field Rations zu bekommen. Und zwar holt ihr dafür Colonization, Recruitment und anschließend Field Rations. Mit Field Rations konsumieren eure militärischen Einheiten noch weniger Nahrung. Unser erstes Blessing wird dann Baldur's Blessing sein und abschließend geht noch den Militärsstrang entlang und holt euch Military Strategy, Legendary Heroes und Invader. Damit pumpen wir unsere Armee so richtig auf und mit Invader stoppen uns auch keine Verteidigungsgebäude mehr, sodass wir dem Gegner den Boden gleich machen können. Jetzt will ich euch noch eine Bonus-Lore-Order präsentieren, die für einen frühen Rush nach dem ersten Winter designt ist. Sie funktioniert gut mit Ruin und im Teamplay und hierfür gehen wir eigentlich nur den mittleren Strang entlang. Wir starten mit Weaponsmith und Spoils of War, beseitigen dann die Creeps und nehmen die Ruine ein, damit wir genug Gold und Eisen haben, um unseren Berserker zu holen. Und anschließend gehen wir auf Military Strategy, Legendary Heroes und Invader und greifen eigentlich direkt den Gegner an, sodass wir Mitte vom ersten Jahr gewinnen oder zumindest einen von den Gegnern ausschalten können und im Vorteil sind. Im Spielverlauf steckst du dann eigentlich alles in deiner Armee und wenn das schief geht, bist du fürs Late Game aber nicht vorbereitet. Dabei kannst du Axtwerfergebäude anfangen zu bauen und dann auf 90% stehen lassen, um sie für später vorzubereiten und damit sparst du dir dann auch Instandhaltungskosten dafür. Die Upgrade-Order hält sich kurz. Wir wollen unser Eisen im Militär stecken und Stein in die Kaserne. Ein Relikt brauchen wir nicht unbedingt. Hier sind sowohl Legions als auch Leadership eine gute Wahl. Legions gibt dir einen Bodyguard, was early sehr stark sein kann. Ich bevorzuge aber Leadership,
weil es mit deiner Armee sehr skaliert und deine Axtwerfer übelst unterstützen kann. Mit Military Base und War Effort werden die Kasernen und Einheiten günstiger, wodurch du natürlich weniger Holz und schließlich auch nur eine Holzfällerhütte brauchst. Und deine Kasernen produzieren Militärserfahrung. Mit 3 bis 4 Kasernen macht sich das auch sehr bemerkbar. Veterans verstärkt die Verbesserung von Kasernen um 50% und Call of Valhalla ist in großen Schlachten ein echter Burner. Wenn mehr als 10 Kleineinheiten auf dem Schlachtfeld sterben, verwandelt sich das Gebiet in ein Battleground. Darin haben deine Einheiten einen 30% Buff auf Angriffsstärke und Geschwindigkeit und sie kriegen mehr Erfahrung. Dieser Buff ist für die Axtwerfer natürlich mega gut. Leadership spielt euch also in allen Punkten direkt in die Karten und ist effizienter wie Legions, weshalb ich es empfehle. Ich kann euch im Kampf, anfangs und generell das Kiten ans Herz legen. Da könnt ihr durch gezieltes Rein- und Rauslaufen aus dem Gebiet, den Wölfen beispielsweise, Schaden zufügen, während eure Einheiten weniger Schaden bekommen. Im Kampf gegen neutrale Camps kann man auch die Aggro der gegnerischen Einheiten für sich arbeiten lassen. Damit ist gemeint, dass unser Held zum Beispiel vor den Einheiten wegläuft, aber immer noch in Reichweite bleibt, um die Aggro zu bekommen, und währenddessen machen die restlichen Einheiten den Rest, was natürlich mit Axtwerfern sehr gut funktioniert, dass sie nur stehen und angreifen müssen. Ich hoffe auch, diese Micromanagement-Tipps waren verständlich, denn hier kann man schon mit Kleinigkeiten im Early viel erreichen. Hierbei muss ich natürlich die militärische Stärke hervorheben. Der Clan hat einen der besten Clears im Spiel und profitiert davon auch noch. Außerdem kann der Clan dauerhaft andere Clans unter Druck setzen und das Spiel gerne nach dem ersten Winter beenden. Zu den Schwächen zählt aber leider die schwache Echo. Wenn man hier Pech mit der Karte hat oder der Gegner es gut spielt, kannst du es sehr schwer haben. Außerdem kann man mit den Schildträgern einfach gecountert werden, da muss man auf normale Krieger umstellen. Gegen den Clan würde ich entweder den Schlangen- oder Luchs-Clan picken, um ihn zu besiegen, bevor er stark wird. Eine andere Idee ist es, den Ziegen- oder Eichhörnchen-Clan zu picken und ihn in der Verteidigung einfach mit mehr Leuten zu besiegen. Der Wolfs-Clan ist für mich ein Clan, der entweder sehr stark oder sehr schwach ist, da gibt es keinen dazwischen. Aber mit genug Übung kann man den Clan durchaus online spielen und mit ihm auch gut climben. Ich hoffe, dir hat der Guide zum Wolfs-Clan gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch einen Guide zum nächsten Clan.